Urlaubszeit ist wieder vorbei. Wir sind wieder in unserem Alltag angekommen. Wie war denn euer Urlaub? Unser Familienurlaub war total schön. Wir waren in Deutschland, aber es war so heiß wie in Süditalien. Also so richtig trocken. Es hat eigentlich das Wasser gefehlt. Ja, so richtig trocken war es ja hier in Montabaur auch. Also man hofft eigentlich nur die ganze Zeit, dass der Petrus endlich mal wieder einen längeren Regen runterschickt. Warum eigentlich gerade der Petrus? Ich glaube, in den antiken Göttermythen, da war das ja so, dass das Wetter immer Chefsache war. Also der Zeus mit dem Blitz, den kennen wir, oder den Thor mit dem Hammer, der für den Donner zuständig war. Und der Petrus ist nun mal unser wichtigster Heiliger, unser wichtigster Apostel. Und dann scheint der das so übertragen bekommen zu haben, dass er auch fürs Wetter zuständig ist. Jesus sagt ja auch, dass er der Fels ist, auf den er seine Kirche bauen will. Das zeigt ja auch die Bedeutung von ihm. Genau. Und er hat ja auch die Schlüssel immer in den Darstellungen, also in der Hand. Schlüssel fürs Himmelreich. Das heißt also, er hat von Jesus die Macht übertragen bekommen, zu binden und zu lösen. Im Volksmund ist übrig geblieben, dass er halt für das Wetter zuständig ist, weil er die Schlüssel hat, um die Himmelsschleusen zu öffnen. Aber dabei wird ja übersehen, dass wir in der Nachfolge von Petrus stehen als Kirche und es um die Macht geht, die Sünden zu vergeben. Und dass wir innerhalb der Kirche erfahren dürfen, dass uns Schuld vergeben wird.